Die Pflanzmod ist eine sehr beliebte Minecraft-Mod. Wie ihr diese auf eurem Nitrado-Server installiert, werde ich euch in diesem Video zeigen. Da ich bereits öfter gefragt wurde, wie man die Pflanzmod auf einem Nitrado-Server installiert, habe ich mich entschieden, dieses Video zu erstellen. Zunächst einmal müsst ihr auf eurem lokalen Minecraft und auf eurem Nitrado-Server Forge installieren. Wie das geht, habe ich euch in einem anderen Tutorial erklärt. Für alle, die es nicht wissen, habe ich hier und in der Videobeschreibung das Video noch einmal verlinkt. Zunächst einmal müsst ihr euren Server stoppen. Geht dann auf die Seite pflanzmod.com und klickt dort auf Download and Install. Hier findet ihr ganz oben immer die aktuellste Version der Pflanzmod. Solltet ihr nicht die aktuellste Version nutzen wollen, so könnt ihr weiter unten aus mehreren alten Versionen wählen. Ladet euch also die für eure Minecraft-Version benötigte Mod-Version herunter. Öffnet nun euer FTP-Upload-Programm und verbindet euch mit eurem Server. Auch zum FTP-Upload-Programm findet ihr Erklärungen in den vorangegangenen Tutorial-Videos. Wählt euren Ordner aus, in dem ihr die Pflanzmod heruntergeladen habt. Ihr solltet nun auf der linken Seite die Pflanz-Jar sehen. Geht nun auf der rechten Seite in euren Minecraft-Ordner und dort dann in den Mods-Ordner. Klickt mit der rechten Maustaste auf die Pflanzmod-Jar und wählt Hochladen aus. Sobald die JAR-Datei in den Mods-Ordner hochgeladen wurde, müsst ihr euren Server einmal starten. Nachdem der Server gestartet wurde, könnt ihr ihn auch gleich wieder stoppen. Verbindet euch wieder über das FTP-Programm mit eurem Server. Wenn ihr nun wieder in den Minecraft-Ordner eures Servers geht, sollte sich dort der FLAN-Ordner erstellt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, so klickt einfach mit der rechten Maustaste auf den obersten Ordner in FileZilla und wählt Neues Verzeichnis erstellen aus. Nennt dieses dann einfach FLAN. Nun habt ihr die Pflanzmod erfolgreich installiert. In den Pflanz-Ordner könnt ihr nun noch die Content-Packs auf die gleiche Weise einfügen, wie ihr die JAR-Datei hochgeladen habt. Damit ist die Installation der Pflanzmod auf eurem Server erfolgreich abgeschlossen. Natürlich müsst ihr die Mod auch auf eurer lokalen Minecraft-Installation installieren. Achtet auch darauf, dass die Forge-Versionen auf eurem Rechner und auf eurem Server identisch sind. Damit sind wir dann auch wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schafft es nun so, die Pflanzmod zu installieren. Solltet ihr noch Fragen haben, so könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal von GameHardLP.